dass ich euch nicht langweile und natürlich Wessel auflasten. Ja, ich probiere etwas lauter zu reden. Ist das okay für alle jetzt? Bis nach hinten? Ja. Ah, eine Frage dabei. Also der Vortrag war auf Deutsch geplant. Ist das okay für alle? Oder um ein bisschen abzuwechseln, soll ich das auf Französisch machen? Ja? Nein? Okay. So, dann heute geht es um Groovy. Also ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen was Schönes über Groovy zeigen kann. Bevor anzufangen, also kurz zu meiner Person, also wie ich das nicht verstecken kann vom Akzent, bin ich Franzose, aber ich lebe in der Nähe von Donau und bin selbstständig, ich bin also in Open-Source-Projekten ziemlich engagiert, also ich bin der Hauptentwickler bei Webtest und bei HTML Unit und bin auch Committer bei Groovy, aber auch bei Groovy meine Rolle ist viel kleiner, also nur ein paar Sachen an manchen Ecken, aber also so viel habe ich nicht bei ihr. Bevor wir weitermachen, wer von euch benutzt schon Groovy? Okay. Und wer also hat schon davon gehört oder ein bisschen damit gespielt vorher? Auch nicht so viel. Und ich schätze, ihr seid fast alle Java-Entwickler oder habt gute Kenntnisse in Java? Oder wer ist gar kein Java-Entwickler? Ah, schon ein paar. Okay, interessant. Ist keine Voraussetzung. Also. Ich hatte ein paar Beispiele laufen lassen am Anfang, um so dass man also direkt in die Sprache reingeht, um ein Gefühl zu haben, dann ob das ist aber schlechter. Die Auflösung war doch nicht so gut. Eine Sekunde. So, ein paar Beispiele. Das ist Groovy Code, also man kann das kopieren und ausführen. Und was ein bisschen ein Gefühl gibt, was von Sachen, die man mit Groovy machen kann. Also wir werden später ein bisschen mehr dazu kommen. Also hier sind Beispiele oben mit Listen. Also das ist das ganz normale Typ Java-Util-List von Java, die man also in dieser Art einfach so eine Instanz erzeugen kann. Und typisch von Groovy, die normale Java-Objekte, die man sonst kennt, die haben zusätzliche Methoden, zum Beispiel hier die Methode Itcher. Und die nimmt dieses Teil, das ist ein Closure, und dieser Code wird ausgeführt für jedes Element in der Liste. Also hier ein paar Beispiele von was man mit List machen kann. Einfach also sort hier, also so dass ich prüfe, das was ich als Beispiel zeige, habe ich gleich als Assert gezeigt, sodass ich testen konnte direkt. Und da Unterschied zu Java ist das zum Beispiel, das ist equal, das ist statt das equals Methode in Java. Anderes Beispiel hier, das ist das Spread Operator. Also Stern dort, das heißt, dass die Methode auf alle Elemente aufgerufen wird. Oder ein anderes Beispiel mit Sort und Closure als Parameter, zu sagen, dass man das, man sortiert nach der letzten Buchstabe. Andere Beispiele, dass man Elemente da von der Collection, von der Liste eben kollektiert, also mit Collect. Oder für die Beispiele mit Listen, also mit Mapper. Da kann man auch Map ganz einfach erzeugen mit dieser Syntax, also key Doppelpunkt value mit mehrere Elemente. Und das ist eine ganz normale Java-Util-Map. Und man kann zu den Elementen, also die Elemente rauslesen mit direktem Access, mit Punkt oder mit dem TypeScript-Operator in dieser Form. Weitere Beispiele von Groovy, also mit String, etwas, was ich ständig vermisse, seitdem ich Groovy kenne in Java, das ist dieser Multiline-String, also mit der Syntax 3-Code am Ende, am Anfang 3-Code am Ende, und man kann eine String über mehrere Zeilen schreiben. Also das, wenn ich einen Wunsch hätte für Java 7, würde ich das gerne haben. Und das
produziert, also dieser Code, der wird dann ausgeführt und liefert keinen Fehler, weil eben dieser String hier evaluiert zu this is a multiline G-String in Ruby. Das heißt, dass jedes Mal, wenn eine neue Zeile hier stand, das ist ein Newline-Charakter, ist eingefügt worden. Und die, das da, was Sie wahrscheinlich kennen von Alt-Person Language in JSP zum Beispiel, das ist evaluiert worden. Das war die Liste von vorher, von der Seite. Ein anderes Beispiel mit sogenannte Groovy Bins. Hier ist eine Klasse, also man kann die Klasse ganz genau wie in Java deklarieren. Und mit dieser Syntax, das ist nicht wie, würde man sowas in Java schreiben, dann wäre das ein Title, wäre nur ein Member von der Klasse, man könnte direkt, direkt lesen oder direkt setzen. In dem Fall von Groovy, da, das generiert, dieses Attribut ist private, und das generiert einen Getter und einen Setter, also probiert Getter und Setter. Und da ein paar Beispiele, also ein neues Spur. Als Beispiel, wie ich die Felder setzen kann, also mit dieser Syntax. Und ich kann mein Title hier lesen mit getTitle, wenn ich möchte, oder auch hier direkt mit Title. Und ich kann das setzen mit setTitle oder ich kann direkt Title gleich unter die Werte setzen. So, Groovy in Action, das ist ein ganz gutes Groovy. Wir werden am Ende ein bisschen noch dazu kommen, das ist sozusagen die aktuellen Referenzen hier. So, was ist Groovy? Also ein paar Definitionen, also öfter an mehreren Stellen im Vortrag, ich habe Sachen genommen vom Groovy-Website, weil einfach das ist das Passendeste, was da beschrieben ist. Das ist also dynamische Sprache für die Java-Plattform. Das heißt, das ist wirklich entwickelt worden für die Java-Plattform. Ursprünglich, das ist von James Rushen und Bob McWriter entwickelt worden. Und die Geschichte ist, dass James einmal am Flughafen, keine Ahnung, einen späten Flug hatte und seine Frau wollte einkaufen gehen oder etwas in der Richtung und er hatte keine Lust, ist in ein Internetcafé gegangen und hatte Lust, Python anzugucken. Und wenn er hat da drin Sachen gesehen, oh, das wäre cool, wenn ich das auch in Java machen könnte oder auf der Java Virtual Machine. Und so ist das ein bisschen entstanden und in Diskussions mit Bob ist das dazu gekommen, oh, das wäre Groovy, wenn man dies oder dies hätte und so ist die Name der Sprache gekommen. Und das ist weiter, also die Sprache, die entwickelt sich weiter und das ist weiter ein, etwas, worauf die Committer achten, also Sachen, die wirklich praktisch wären, die schön wären, dann kommen da, also das ist ein Kriterium. Also wichtiges Kriterium für neue Feature. Das ist ein Open-Source-Projekt, das ist hosted bei CodaOS, also mit Lizenz, Apache 2 Lizenz. Das ist, also die Syntax ist Java-freundlich, sprich man kann, als wenn man von Java kommt, man kann anfangen, man schreibt sozusagen fast genau wie in Java, also die meisten Sachen gehen direkt und nach, wenn man sich daran gewöhnt, man macht manchmal Sachen weg, sind überflüssig, man braucht die nicht mehr. Und man hat eine Syntax, also einen Code, der immer mehr wie Groovy aussieht, aber am Anfang kann man fast seinen Java-Code behalten. Also in dieser Entwicklung bin ich auch nicht unbedingt auf dem Punkt, wo ich das 100% ganz Groovy habe. Und manche Sachen mache ich zu viel von Java aus. Und ja, die Idee ursprünglich von Python, dann mit von Ruby, Lisp, ich glaube Smalltalk auch, also ein bisschen also Sachen, die Entwickler interessant gefunden haben in andere Sprachen, dann haben sie in Groovy eingebaut, um das da verwenden zu können. Was wichtig ist, das ist ein Java Specification Request, also mit Nummer 241. Das heißt, das läuft durch den Java Community Prozess von Sun für die Spezifikation von der Sprache. Also wie weit die, das Verfahren ist, das weiß ich nicht zurzeit. Aber das heißt, das ist also dadurch eine sozusagen offizielle Anerkennung, auch wenn es dann schön. So. Also auch wenn es dann da in dem Bereich mehr machen könnte. Das, also
also Groovy-Code, produziert kann kompiliert werden und das produziert also Java Bytecode, also Bytecode für die Virtual Machine, genau wie wenn man Java Code kompiliert. Sprich danach für die Virtual Machine, das ist ein Class, also .class-File sozusagen und ist gar kein Unterschied. Das hat zur Folge, dass man das Java Code, Groovy Code verwenden kann, also wenn es kompiliert ist, also direkt ohne zu wissen, dass es von Groovy kommt. Also das Projekt hat das JAX Innovation Award bekommen in Mai, also was vom Java Magazine da verliehen war bei der JAX. Und also das ist schon eine schöne Anerkennung. Das Projekt hat immer noch keine Ahnung, was sie mit dem Geld, mit den 10.000 Euro machen werden. Das ist so bei einem Open Source Projekt also ein bisschen schwierig, was zu entscheiden. Also was soll mit dem Geld gemacht werden? Aber auf alle Fälle, also das ein Award, das ist ganz interessant, das ist eine Anerkennung und das ermöglicht dann viele also dafür zu werben. Also als Vergleich, das war das zweite Jahr, dass es diese JAX Innovation Award gab und letztes Jahr war das Spring-Projekt, also dass er den Preis bekommen. So, das ist für die Java Virtual Machine, aber es gibt in der Tat. Also das ist Groovy ist nicht das Einzige, was für die Java Virtual Machine ist. Es gibt eine Webseite, die referenziert alle Sprachen für die Java Virtual Machine. Ich glaube, es gibt etwas wie 200 Sprachen, die mit der Java Virtual Machine funktionieren können. Und in diesen anderen Sprachen, die für die Java Virtual Machine gibt, ist eben die Frage, es gibt welche, die Java-friendly sind und andere, die feature-rich sind. Und es gibt viele, die Java-freundlich sind, die sind mehr in dieser Richtung, andere, die viele Features haben, aber Groovy ist etwas ein bisschen besonders, in dem das hat sowohl ganz viele Features und sowohl eine, also sehr nah an Java angelegt, also so sehr einfach für Java entwickelt. Also diese Zeichnung ist vom Buch Groovy Nation, ich komme später wieder noch dazu. So die Also, ja, das ist ein bisschen zur Seite versetzt, meine Auflösung ist nicht toll, aber bis jetzt geht das noch. Ja, habe keinen Bullet an der Seite, aber es ist nicht so schlimm. So, eine Java-freundliche Syntax, das integriert ganz gut also mit Java, so in beiden Richtungen. Das ist ganz wichtig, dass zum Beispiel in Groovy, wenn man ein Date-Objekt benutzt, das ist ein Java-util-Date. Das ist nicht ein anderes Typ, als würde man zum Beispiel mit JavaScript oder mit Ruby dann Java verwenden, weil also JavaScript hat seine eigene Definition vom Date-Objekt. Das heißt, wenn man JavaScript auf der Java Virtual Machine verwenden will, dann muss man sich entscheiden, was benutzt man für Date-Objekt? Das von JavaScript oder das von Java? In Groovy stellt sich die Frage nicht, dass man benutzt alles, vom, was normalerweise also dabei ist. Und dadurch ist die Integration, also die hat kein Problem, es gibt keine Barriere dazwischen. Etwas, was auch ganz wichtig ist, die Objekte, die normalen Objekte vom JDK, die werden in Groovy erweitert. Wir hatten in den Beispielen am Anfang gesehen, dass unsere normale Java-util-List zusätzliche Methode hat. Also es gibt eine ganze Menge, ich glaube 400 oder sowas, zusätzliche Methoden zu üblichen Klassen, also wie die von Java Lang, von Java Util und hauptsächlich von den zwei Packages. Und die mit Groovy Functionalities da drin. Ein anderes Merkmal ist, dass in Groovy alles ist ein Objekt. Also es gibt keine Primitive, so dass wir es werden nur die Objekte verwenden. Es gibt die Closure, da kommen wir später dazu, da sind auch Objekte. Man kann auch die Methoden von existierenden Objekten als Closures verwenden. Also alles ist Objekt. Anderer Punkt, man kann, also typisch von Skriptsprachen, man braucht nicht Typen anzugeben, aber man kann das machen. Also das ist Unterschied zu anderen Sprachen. Wenn man möchte, man kann einen Typ angeben an einer Stelle, weil man findet, das macht Sinn an der Stelle, einen Typ anzugeben. Und man kann aber das weglassen, wenn man möchte. Andere Merkmal, also da
ich werde nicht so viel dazu kommen. Das ist ganz geeignet, um domain-specific language zu erstellen durch die Überschreiben von Operatoren und Kategorien. Wie wird Ruby benutzt? Also man kann das als Shell-Skript benutzen. Das ist was typisch ist von Skripten. Man kann dieses als Erfolgszeichen an ein Skript angeben. Den Archivern, sodass es mit Linux-System zum Beispiel direkt ausführbar ist, also wenn man das ausführbar macht. Man kann das gut benutzen für Unit-Testing. Das ist eine also ganz gute Wege, um anzufangen. Man ändert seinen Produktionsfeld erstmal nicht, aber man benutzt Groovy, um das zu testen. Und Groovy hat mehrere also Sachen, die da ganz nett sind, um das einfacher zu machen. Es gibt also neben alle Funktionalität, die sonst im GDK sind, es gibt Sachen wie mit dem Clojure. Man hat nur einen Schuldfail und Clojure, man hat den Code, was da drin ist. Wenn man mit normalen Mitteln in GUnit testet, dass etwas fehlschlagen muss, dann kommt man seinen Try-Block und etwas, was Exception, was man weglässt und so weiter und so fort. Und auch Support für Mock, für Mock-Objekte. Also in Java gibt es viele verschiedene Mock, also Library für Mock-Objekte. In Groovy ist das direkt eingebaut und das ja, ermöglicht dann ganz effektiv Unit-Testing zu machen. Andere Verwendung, das ist, um Java-Libraries zu kombinieren oder zusammen zu benutzen. In Java-Umfällen gibt es eine Menge von Libraries, die ganz gut sind, wie Spring, wie Hibernate, wie Quartz und so weiter. Und eigentlich, wenn man eine Applikation schreibt, man macht nur einen kleinen Layer darüber, indem man für seine Zwecke eben diese verschiedenen Libraries verwendet. Und das ist ein Usage-Pattern von Groovy, also oben drauf. Etwas, was auch häufig vorkommt, also persönlich benutze ich das ziemlich oft so, das ist, um existierende Applikationen ein bisschen von innen zu steuern oder Sachen zu machen. Und man braucht nur eine kleine Stelle, wo es eine Zugriffsmöglichkeit gibt und von da aus mit den Skripten, da kann man die Funktionalität von der Applikation verwenden, ergänzen und so weiter. Etwas, was ganz populär ist, und es gibt einen Vortrag danach von Daniel Beer, ich weiß nicht, ob er da ist, ich kenne ihn nicht, über Rails. Das ist ein Web-Framework für Ruby. Ich sage ein bisschen das Pendant von Ruby on Rails, aber für die Java-Welt und das benutzt Ruby und also ist ein super schönes Projekt. Und ja, ich glaube, das ist ein Timer, sodass ich nicht so lange auf einem Slide bleibe. Und als Domain-Specific Language, das wird benutzt innerhalb von Groovy selber, zum Beispiel für SQL-Abfrage, die direkt formuliert werden als Code, ausführbarer Code, nicht als Text oder solche Sachen. Ich habe vorher gesagt, das Typ ist optional, das ist das sogenannte Duck-Typing, unter dem Motto, wenn es sich verhält wie eine Ente, wenn es einen Schnabel hat wie eine Ente, wenn es Flügel hat wie eine Ente, dann darf ich das betrachten wie eine Ente. Und hier kann man das so, das kann eine Methode sein in Groovy. Die Methode hat ein Argument, den Typ interessiert mich nicht, ich möchte das nur so behandeln, dass ich darauf einen Zugriff mache danach. Oder wenn man möchte, weil in manchen Fällen fühlt man sich sicherer zum Beispiel damit, ich kann das schreiben mit Typ, also was für ein Typ das Soul liefert und was für ein Parameter, also Typ von Parameter. In Groovy gibt es also die Sprache und es gibt auch ein paar Tools, die also ganz praktisch sind im Alltag. Also Groovy, das. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu der Folie davor. Ja. Der Rückgabewert bei der ersten Methode wird als Objekt betrachtet von Groovy. Also das heißt, also in da Groovy zu Java Wildcard kompiliert, haben alle Objekte einen Typ, also und wenn es nichts angegeben ist, dann in dem Fall wird es ein Objekt sein. Und das heißt auch, alle Methoden geben immer etwas zurück? Nein. Man könnte Void setzen und dann hätte man keinen kein Return Type. Ich habe auch noch einen Fall der ersten Methode. Wir sagten, wenn
dann würde das eine, ja, je nach Typ von Person könnte das Null-Sort liefern oder eine Exception liefern. Also würde es zur Laufzeit erfahren? Das würde zur Laufzeit, ja. Das ist etwas, also ich war auch am Anfang ziemlich, ja, ich brauchte meine Sicherheit vom Aktivisiert und von so einem Komfort in der Idee, dass ich refaktoren kann und so weiter. Und ich war Reviewer vom Buch Bullying und ich war ziemlich skeptisch, wenn ich angefangen habe, das zu lesen. Und jetzt, also ich habe nach dem Buch wirklich meine Meinung geändert, indem dass ich mich mit Ups, mit sowas also ganz gut leben kann und das, was eigentlich Sinn macht, das ist die Unit-Test, die man zu dem Code hat. Das ist, was die wirkliche Prüfung macht. Weil mit Strom-typisierter, man kann in Collection Sachen haben und ja, dass man merkt, den Laufzeitfehler, also man bekommt einen Laufzeitfehler, nur wenn man den Gast macht, wenn irgendwann in der Anwendung. Das heißt, die starke Typisierung. Die starke Typisierung ist, also die täuscht schon ein bisschen. So, die also Werkzeuge bei Ruby, das ist das Pendant zu Java, das ist um Skript oder Programme auszuführen. Also das kann Java-Programme auch ausführen, wenn ich mich nicht verbrauche, aber richtig, um ein Skript auszuführen. Ruby, das ist der Ruby von Treiber. Der kompiliert Java-Bytecode. Jetzt seit, ich weiß nicht, 1 Monat, auch 2 Monate. Der ist auch in der Lage, Java-Code zu kompilieren. Und das heißt, er ist in der Lage, wenn es Dependencies in beide Richtungen gibt. Zum Beispiel, wir haben eine Java-Klasse und eine Ruby-Klasse, die davon erbt. Und danach eine dritte Klasse in Java, die von der Ruby-Klasse erbt. Dann vorher war sowas nicht möglich in, also mit Ruby, weil man könnte nicht alles kompilieren auf einmal, weil die Auflösung nicht gemacht werden konnte. Und durch Sachen von JetBrains, das sind solche Sachen jetzt auch möglich. Ruby Shell, das ist ein Command Line Shell, wir werden das gleich auch ein bisschen sehen. Und Ruby Console, eine Konsole, um Sachen auszuprobieren. Und jetzt mache ich eine kleine Demo. Hier als Screenshot, das ist der letzte Stand von letzter Woche. Da hat ein von den Committers ziemlich viel dran gearbeitet, dass im Ruby Shell Farben kommen, also ein SQL rauskommen und so weiter. Aber das funktioniert auf meinem Rechner noch nicht. So, in Groovy etwas, was man machen kann, man kann über die Command Line einen Befehl ausführen. Das ist manchmal nett, um etwas auszuprobieren. Sagen wir, new file von Punkt, each file. So, das zeigt mir die Liste von Dateien, die ich in meinem Verzeichnis habe. Also das ist also sozusagen das Gleiche, wie was ich mit einem so Shell-Befehl da machen kann. So, der Groovy-Shell, für die ganz am Anfang da gewesen sind, das war, was gelaufen ist als Beispiel. Kleinen Shell, wo ich Groovy-Ausdrücke, dann tippen kann und evaluieren kann. Also, man muss jedes Mal Go tippen und so. Okay. Oh, das heißt, was habe ich gemacht? To uppercase. Ich vermisse vom Shell, dass ich zurückkommen kann, um den letzten Befehl zu bekommen. Und dann to uppercase ist wahrscheinlich mit. So. Ja. So Sachen kann man diesen Weg ausprobieren.
Aber eigentlich, was noch netter ist, das ist die Groovy-Konsole. Das ist eine also kleine Swing-User-Interface. Und hier oben kann man seinen Code tippen. Also ich weiß nicht, ob eine Map. Und mit so, ich habe mich, ich habe ein falsches Semikolon gehabt. So, meine Map hier, und ich kann Sachen ausprobieren, ich kann mein Code evaluieren. Also mit Groovy, so wenn man sich mit Groovy nicht auskennt, ist ganz nett, oder auch danach eigentlich, ist ganz nett, um Sachen schnell zu evaluieren, zu auszuprobieren, wie etwas geht. M.A, hopp, das gibt mir meinen zweiten. Was ist, wenn ich etwas, zu etwas kommen möchte, was nicht existiert? Ja, es passiert nicht, weil ich ist null und solche Sachen. Also das erlaubt so mit seinem eigenen Code Sachen auszuprobieren, ohne direkt ein Programm dafür zu starten. So, jetzt werden wir ein bisschen mehr in den Details von Features in Groovy gehen. Und jetzt ein bisschen, also wir haben das ein bisschen am Anfang gesehen, jetzt präzisiert von manchen Typen, wie sie vom Groovy erweitert sind. Also das sind bei Listen, also List in einfache Instanzierung kann man haben und seine ganz normale Liste. Etwas, also dieser Code ist gleich ausführbar. Und Unterschied mit Java ist, dass diese List, Java Util List, braucht nicht importiert zu werden. Das Standard von Groovy, dass Klassen von Java Util, von Java IO und von Java Text Regex, also mehrere Packages werden direkt, also standardmäßig importiert. Und man braucht nicht diese Import, die man sozusagen fast in jeder Datei oder jede dritte Datei immer dabei hat. Also Access mit dem Subscript-Operator, schon einfache Methoden, um Elemente zu addieren zu einer Liste. Neue Elemente. Man kann Elemente wegnehmen. Hier möchte ich die Elemente von B und D von meiner Liste entfernen. Und ich kann ein Sublist davon nehmen. Hier von 1 also bis minus 1, das ist etwas, was auch ganz nett ist, zu sagen, also mit minus, das ist das Start vom Ende, sprich bis zum letzten. Das ist etwas, was man, also mir passiert ganz oft in Java, ich möchte zum letzten Element oder zu x letzten Element und dann mit der Länge von meinem String oder so und dann zurückkommen. Spread-Operator, das ist der Sternpunkt, heißt, dass diese Methode wird appliziert auf alle Elemente, die in der Liste sind. Und dann das Ergebnis wird die Liste von diesen Ergebnissen. Hier hat man, letzter Stand, Liste ist ACE, also klein geschrieben. Und durch Sternpunkt passiert das Tour-Parquet auf jedem einzelnen Element, also erstmal auf dem A, dann auf dem C, dann auf dem E. Und das liefert meine Liste da zurück. Also hier sind einfache Beispiele, aber man kann sich vorstellen, man hat eine Liste von Personenobjekten oder sowas und man möchte alle Nachnamen oder sowas bekommen. Dann braucht man nur also so einen Ausdruck zu schreiben, dass man das GetName zum Beispiel oder GetLastName also auf jedem Objekt von der Liste, also oder der Collection allgemein bekommt. Mit Clojure, also mit Clojure kann man zum Beispiel hier iterieren über die Liste. Hier möchte ich dann in einem String alle Elemente, also konkatenieren, die in meiner Liste sind. Dann ich initialisiere meine String zu empty String und dann ich addiere jedes Element. Also dieses it, das ist, wenn in einer Closure keine Variable gesetzt wird, das ist das Default, die Default-Werte. Und dann liefert man diese String. Das müsste aber
Bewusstsein. Ja. Nein, weil ihr Tour-Purchase, das gibt eine Liste zurück, eine Kopie. Das appliziert nicht auf der Liste selber. Ich hätte das auch vielleicht selber gesagt, wenn ich das angeguckt habe, aber den Code habe ich wirklich ausgeführt. Also da hätte ich einen Fehler bekommen, wenn ich das wenn das nicht richtig gewesen wäre, bevor das so wäre. Das ist etwas, was also ein bisschen in Java allgemein, und das kann Ruby in dem Sinne nicht korrigieren, dass man über Collection, man hat Methoden, die die Collection selber ändert. Und man hat andere Methoden, die eine Kopie oder eine neue Collection zurückliefert. Und von den Daten, die da gefällt worden sind, man kann nicht wissen, liefert das eine Collection oder eine andere Collection zurück oder nicht. Also ich kenne mich in Ruby nicht aus, aber ich glaube, Ruby hat eine gute Syntax dafür mit Ausrufezeichen. Und wenn Ausrufezeichen benutzt wird, dann heißt das, das ist eine Kopie oder andersrum. Weiß nicht. Nee, bei Ausrufezeichen und auf der Liste. Auf der Liste. Und ohne Ausrufezeichen ist dann eine Kopie. Und da kann man direkt erkennen. Und Java ist das da, wo die Syntax erlaubt, nicht direkt zu erkennen, worauf das appliziert. Mit Maps, das gleiche, einfache Deklaration von der Maps. Access mit Subscript-Operator, man kann auch die Werte so setzen und man kann zum Beispiel iterieren. Also hier habe ich einen Closure mit zwei Werten, also ich benutze die mit zwei Werten als Parameter und Key Value, das wird vom, also ich werde dann mein A und B als Key, also jedes Mal, wenn ich iteriere und Groovy dann bekomme. Groovy und Java, Entschuldigung, als Werte. Woher weiß er, also Key Value, das ist vordefiniert, das ist dann aus der Map entsprechend rausgekommen? Nee, also das ist nicht, das erfolgt so, dass die Each-Methode ist auf Map überladen und die akzeptiert als Parameter einen Closure und diese Methode guckt, ob sie aufgerufen wird. Mit einer Closure mit einem Parameter, dann wird iteriert über Map Entries. Jedes Element ist ein Map Entry. Oder wenn es aufgerufen wird mit einer Closure, was zwei Parameter hat, dann bekommen jedes Mal die zwei Parameter jeweils den Key und den Value. Also das heißt, das kommt nicht von der Name da, dass das erste wird den Key bekommen und das zweite den Value. Hätte ich das meine Werte da andersrum gesetzt, hätte das etwas ganz verwirrend gemacht, indem Key wäre ein Value gewesen und andersrum. Das ist nur, weil ich aufgerufen wird mit einer Closure, hier mit zwei Parametern, dass es so stattfindet. Okay. Ja. Das heißt, dieser File trennt die Parameter ab? Entschuldigung? Also, was vor dem File kommt, sind dann die Parameter? Oder? Vor dem File sind die Parameter, ja. Und wenn das weggelassen ist, dann wie. Hier zum Beispiel, das ist genau das gleiche, als hätte man it unter diese Pfeile. So sagen, dass man das aufruft mit it als Parameter. Maps. Dann range. Also das ist ein Typ, was gar nicht existiert als solcher in Java. Und das ist direkt in der Sprache in Groovy, mit der Syntax, also die eine Seite, die Punkt, Punkt, andere Seite. Zum Beispiel 1, Punkt, Punkt, 10. Das ist der Range mit den Werten 1 bis 10. Man kann die also andersrum haben als Reverse Range und andersrum, also 10 und Punkt 1. Und man kann auch sagen, dass man die letzte Werte nicht drin haben will, also exklusiver und also mit 1, also mit Punkt Punkt kleiner. Und man muss also aufpassen, das ist dieser Punkt Punkt, das ist ein Operator, das eine ganz niedrige Priorität hat. Und wenn man also testen will auf diesem Objekt, wenn man das schreibt, man muss meistens Klammer drumherum machen, wie hier. Weil würde ich die Klammer hier weglassen, dann würde den Punkt auf den 10 angewendet und nicht auf 1.10. Würde ich ja auch mit Gleitkommazahlen arbeiten? Also 5.1 oder? Ja, das, also die Regel, also ich kenne die nicht auswendig. Also wir werden danach sehen, wie das stattfindet. Das wird gemacht auf die Integer, auf Float,
Also ich glaube, das ist etwas, das inkrementiert, je nachdem von der Präzision von dem Zahl, dann in also ein Zehntel jedes Mal. Also da müsste ich ausprobieren, zu sehen, wie was da dann stattfindet. In den Klassen, die vom also Standard sind, also die Number haben diese Range. Das Datum hat auch. In dem Fall wird also geht's tagesweise. Also ich glaube mit der gleicher Uhrzeit, aber einen Tag danach. Und man kann das verwenden für eigene Klassen auch. Also dafür braucht man, dass die Klasse comparable ist und die Methode next und previous implementiert. Ich glaube, ich habe ein Beispiel. Ja. Kann man das sehen? Ja, okay. So, das ist eine Klasse, ein Month. Also muss comparable implementieren. Und ich speichere die Information als Zahlen, das Monat und das Jahr. Und um das in den Ranges benutzen zu können, dann implementiere ich die Methode next previous und compare to, was von comparable kommt. Und was ich machen möchte, das nächste Monat von einem Monat ist eben, ja, ich inkrementiere und muss aufpassen, wenn es ein neues Jahr ist. Also kann sein, dass es eine einfache Syntax gibt, um damit umzugehen. Also wie in dem Fall funktioniert, von meinem Beispiel. Für das Compare-to, ich habe ein bisschen gefuscht, indem ich ein String-Comparison gemacht habe, weil das war das kleinste Code, was ich da packen konnte, was dafür funktioniert hat. Und hier wird es verwendet als Beispiel, August 07. Ein neues Monat mit Month 8 und Jahre 2007. Hier habe ich Februar 2008 genommen, also Month 2 und Jahr 2008. Und mein Range von Februar, also in dem Fall runter zu August. Und in diesem Range ich drücke, also ich drücke jedes Mal die jeweiligen Werte, die da drin sind. Und der Output dafür, ist dann 2008, das ist meine erste, dann 1 runter, 1 2008 und 2007, 12, 11, 10, 9, 8, 8, das ist meine Ende. Und zum Beispiel, wie es dann verwenden kann in eigenen Klassen, ganz einfach, mit drei Methoden. Diese, in den Beispielen, die wir gesehen haben, haben wir schon gesehen, wie Operator überladen werden können. Also in Java gibt es sowas nicht. Die zum Beispiel, also das existiert in mehreren anderen Sprachen wie in C++, in Ruby und so weiter. Also es gibt eine, es ist eine Namenkonvention, also nicht wie sagen wir in C++, wo es Operator bla 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 ist. Wenn man A plus B, das Plus da seine eigene Bedeutung geben möchte, braucht man nur auf dem Objekt A die Methode plus implementiert zu haben und dann wird sie aufgerufen. Sprich A plus B ist genau das gleiche, wie würde man schreiben A und plus B und so weiter. Mit Minus, mit Subscript-Operator, mit, es fehlt mir ein B hier, also A equal, das ist die normale Equals-Methode, hier fehlt ein B. Das ist compare to, left shift, etwas was ganz nett ist, das ist mit switch. Switch brauche ich nur this case Methode zu implementieren. Das heißt, die switch können ganz anders aussehen als in Java. Man braucht nicht nur in zu haben als case Werte oder enum für Java 5 und höher. Man kann ein beliebiges Objekt haben und wenn es evaluiert wird, wird die Methode this case von dem jeweiligen Objekt haben. Das heißt, man kann switch von B wieder haben, case null, Doppelpunkt, case, keine Ahnung, date, also als Klasse, case, ein Closure, case, eine Werte, ganz viele Sachen. Ja, Entschuldigung? Ja, hier, also für, ja, das wird umgetauscht, weil das wird, das ist, isCase-Methode wird auf diesem Objekt aufgerufen. Und nicht andersrum, weil das ermöglicht dem Objekt da zu wissen, ob er dafür zu treffen ist. Weil andersrum müsste dieses Objekt dafür alle Typen von
Parameter, die er bekommt, also mit dem er verglichen werden kann, dann das vorher wissen. Und dieser übergeleitete Operator, also der also GDK, das wird benutzt, öfter benutzt für die Groovy Development Kit. Und das enthält übergeleitete Operator für alle, also ganz viele Standardobjekte, wie Objekt, String, Collection, File und so weiter, das also eine wirkliche kurze Syntax und sprechende Syntax erlaubt. Kurz zu den Closures, wir haben ein paar Beispiele gesehen. Das ist etwas neu, also vielleicht in Java 7 wird das kommen, aber sonst, wenn man von Java kommt, man kann das sehen, das ist ein Objekt, als ein Objekt, was Code enthält. Und die Syntax dafür ist ganz einfach die geschreibte Klammer und das erzeugt ein Objekt. Und sprich, dieses Objekt kann man verwenden, also kann man zu Methoden als Parameter übergeben oder solche Sachen. Das wird oft benutzt, ohne das zu einem Objekt zuzuweisen, indem das wird direkt als Argument von einer Methode. Und das wird sehr, sehr viel benutzt in dem GDK, um Objekte zu iterieren, was wir gesehen haben, also weiter über Number zu iterieren, über Files Sachen zu machen, für jedes Verzeichnis, jedes File und so weiter, oder eine Datei zu öffnen, in einer Datei zu schreiben, und man braucht sich nicht um das Öffnen, um die U-Exception zu kümmern, dass wir alles, was in der Closure gemacht wird, wird ausgeführt und danach, nach der Ausführung von der Closure, sorgt die Methode dafür, dass die Ressourcen freigegeben werden. Builders, das ist ein Feature von, also diesmal glaube ich, das kommt von Groovy und andere Sprachen haben das nachgemacht. Also bei vielen von den anderen Features, das kommt, also Groovy hat bei anderen kopiert sozusagen, aber ich glaube Builders sind ursprünglich in Groovy gekommen. Und also Builder, das ist die Idee, ist, dass man ein Objekt hat und der wird sich darum kümmern, was zu machen mit den Parametern, also oder mit den Methoden, mit denen er aufgerufen wird. Da ist ein Beispiel mit Enter, also ein Endbuilder. Dann, wenn dieser aufgerufen wird, dann wird die Issue-Task von End dann erzeugt. Aber vom Prinzip der Endbuilder erstmal selber, der weiß gar nicht, dass es Issue gibt. Der weiß nur, wie, wenn er mit etwas aufgerufen wird, wie er das instanzieren muss oder aufrufen muss. Und also da sind komplexere Beispiele. Und ich weiß nicht, wie wir sind hier von der Zeit. Ich wollte eine kleine Demo mit Swing machen. Also wir erzeugen dann einen Swing-Builder, ein bisschen wie der An-Builder, und nur um ein paar Sachen darzustellen. Und wir machen noch ganz einfache User-Interface mit einem Knopf und was anzuklicken ist. Und hier, ja, ich habe mein Frame, also mein Swing, meine Interface, und die bekomme ich zurück, aber sie ist nicht angezeigt, weil ich vergessen habe, ihm zu sagen, anzuzeigen. Das muss man packen und dann anzeigen. Und wenn ich das ein bisschen besser positioniere, hopp. So, sie ist oben da, ganz kleiner User Interface. Und sieht nicht so gut aus. Okay, wir werden das verbessern. Also ein Titel und. Man sieht es nicht so gut. Okay, Entschuldigung. Und da sieht man schon, dass wenn ich das mache, sieht man das. Dass es Dynamic Typing ist, das heißt, dass das Typing findet statt, ohne dass ich auf die Tastatur komme. So, jetzt habe ich dann etwas größer gemacht, sodass diejenigen, die hinten sind, das gut sehen. So, aber das ist immer noch nicht richtig interessant. Also wir werden ein paar Features dazu addieren. Also mein Button, ich kann dazugreifen, weil ich ein ID ihm gegeben hatte.
Und ich habe ein paar Bilder von der Frosten da von Flickr runtergeladen und wir werden die ein bisschen anzeigen. Und dafür mache ich das die Anzeige hier als Source. Also ich weiß nicht, ob es von diesem Jahr ist oder vom letzten Jahr. Das war so bei Flickr heute Mittag oder heute Morgen. So, aber jetzt ein bisschen, wir wollen ein bisschen dynamisch dazu addieren, was wir wollen. Also erstmal, der Knopf ist nicht an der richtigen Stelle. Der Position ändern und also dass er sich unten findet. Und das wieder anzeigen. So, mit dem Knopf unten ist ein bisschen schöner. Und jetzt werden wir eine Aktion zu diesem Knopf zuweisen. Und zwar, dass jedes Mal, wenn man draufklickt, das Bild gewechselt wird. So, ich habe meine, was gemacht werden muss, wird dann noch einfach als Closure da ausgedrückt. Also dass wenn ein Event kommt, dann von den Source vom Event, ich ändere den Icon vom Source vom Event. Und ich stelle das richtig da wieder. So, da habe ich aber vergessen, die Counter zu initialisieren. Das mache ich danach. Und jetzt, man kann ausprobieren, von hier aus einen Klick auszuführen, ob das Bild wird geändert. Oder ich könnte selber drauf kommen. Wenn ich draufklicke, dann bekomme ich das nächste Bild. Und da der Code ganz einfach war, irgendwann, wenn ich am Ende bin von den Bildern, die im Verzeichnis sind, sollte ich eine Exception bekommen. Das ist von heute Morgen, glaube ich. Ja. Und jetzt bin ich am Ende von meinem Array, von den Bildern, die ich an der Stelle habe, bekomme ich meine Exception. Sollte man behandeln, aber für die Demonstration, das muss ganz kurz bleiben. So, schnell weiter. So, etwas, was ganz wichtig ist, finde ich, für eine wirkliche Benutzung und für die Verbreitung von Groovy, das ist die Integration in Entwicklungsumgebung. Es gibt Plugins für diese, für ganz viele. Der Eclipse-Plugin, den kenne ich ein bisschen, der ist eigentlich ganz gut. Ich habe öfters Probleme mit meinem Eclipse, aber das ist was anderes. NetBeans hat auch einen, man kann öfters auf der Mailing sehen, dass der die Person vom Sun, die sich darum kümmert, da was Neues auf ihn eingefügt hat. Was ganz besonders ist, ich glaube, die verstanden haben, dass mit Groovy was besonders werden kann, das ist bei IDEA. Und sie haben in IDEA 7.0, glaube ich, wird später eine Jet Groovy kommen, die eine besondere Integration von Groovy und Java ermöglicht. Und also zum Beispiel die Join-Kompilation von Java und Groovy, das ist eine Kontribution von euch, von denen, die sie gemacht haben, wenn sie diese Plugin gemacht haben. Hier ein Beispiel, das ist von, wie es in Eclipse aussehen kann mit dem Plugin. Also man bekommt Syntax-Highlighting, was immer nett ist. Und also ich kenne nicht alle Features vom Plugin. Aber die Sachen, die ganz nett sind, das ist hier. Beispiel, man sieht, das ist die Groovy-Konsole, der Groovy-Shell, die ich vorher gezeigt habe. Hier, der wird an der Stelle dargestellt in einem View von Eclipse. Und was wichtig ist, mit dem Class-Pass vom Projekt. Das heißt, alle Klassen, egal ob Java oder Groovy, was man im Projekt hat, sind dann verfügbar an der Stelle und man kann Sachen ausprobieren an der Stelle. Das Gleiche kann man von da aus die Groovy-Konsole starten, mit Class-Pass gesetzt, wie im Projekt definiert ist. So, ich glaube, ich habe keine Zeit, dann zeige ich das nicht weiter. Eine Stunde, um Sachen über Groovy zu zeigen, das ist ganz kurz, weil es gibt Massen und es gibt immer mehr. Sachen, die wir nicht gesehen haben, zum Beispiel der Native Support für Regular Expression Kategories, um da an einer besonderen Stelle die Operator oder Methoden zu überladen, die man mit Unit Testing umgehen kann, wie man ganz einfach XML-Processing machen kann, also unter anderem mit GPass. Das ist ein bisschen XPass-like, aber direkt auf dem Objekt, also direkt die Methoden aufrufen. Wir haben gar nicht gesehen, das sogenannte Meta-Objekt-Protokoll, wie die Methodenaufruf in der Tat interceptiert werden können und ihre Bedeutung geändert werden kann.
das Expander, das ist eine Bitverlaufzeit, ganz einfach addieren kann und also ganz viele Sachen, ganz viele andere Sachen. Und das war nur für die Sprache Groovy selber. Um Groovy drumherum gibt es also ganz viele Projekte. Da habe ich nur ein bisschen aufgelistet Sachen, die bei Groovy direkt auch bei der Groovy-Website gehostet werden. Gantt, das ist eine, also sozusagen ein bisschen, also das ist Ant, was statt XML Groovy verwendet, um die Script, die Build-Script sozusagen zu schreiben. Applets, Groovy Applets, Groovy Soap, das ist Webservice, ganz einfach gemacht, indem man braucht kein Skelett und so weiter zu generieren von den WSDL. Groovy SVT, das ist für einen Wrapper, also ich schätze, ich kenne den nicht, das ist ein mit Builders für statt Sphinx mit Groovy SVT. Scripton, das ist speziell für Windows, das ermöglicht dann Aktivitäten und COM-Objekte zu scripten. GSP, das ist der Pendant von JSP von Java Server Pages. GSQL, das ist um SQL-Abfragen dann alle Groovy auszudrücken. Rails, wenn Sie in dem Raum da bleiben, werden Sie viel mehr darüber, davon hören. Und Rails selber produziert Submodule wie GORM, das ist das Rails Object Relational Mapping, also eine Abstraktion. Also Rails selber verwendet Hibernate, aber die, das ist, also es gibt eine Abstraktion dazwischen und wie zum Beispiel die Methode, alles, also normale Objekte bekommen Methoden injiziert, sodass man auf einem normalen Objekt Save oder Find und so weiter dann aufrufen kann, obwohl die, das Objekt also ursprünglich diese Methode nicht hat. Die Sachen, die ich gezeigt habe, die waren alle von Groovy 1.0. Groovy 1.0 ist, ich glaube, Anfang Januar also freigegeben worden. Seitdem hat sich einiges getan, unter anderem Unterstützung für Features von Java 5, also Annotation und Generics und statische Imports eigentlich auch. Die Kompilierung von Java und Groovy kombiniert. Also der Standard For Loop, das ist etwas, was also, immer öfter gefragt wurde von Leuten, die von Java kommen, dass es dann gefehlt hat. GroovyDoc, das ist um also Pendant zu JavaDoc, um Dokumentation erzeugen zu können, auch von Groovy, Groovy-Klassen, GroovyScript. Etwas, was von Rails auch kommt, das ist Expando-Metaclass, was ein Metaclass, was erlaubt, so Laufzeit an Objekt also neue dynamische Methode zu addieren oder zu ändern. Und also das ist nur eine kleine Liste. Groovy 1.1 ist geplant für Oktober. Das ist zu dem Zeit, es gibt in London eine Rails-User-Konferenz oder vielleicht vertue ich mich in der Name. Und das also Ziel wäre, dass es zu diesem Zeitpunkt dann freigegeben wird. Eine Beschreibung, also ich find die ganz cool, die von der Groovy-Website kommt, über Groovy, also wie eine super Version von Java. Ich lasse Sie kurz Zeit, das zu lesen. Also ich finde, die passt ganz gut, die Beschreibung. Und mehr Informationen, es gibt jetzt also viele und es wird immer noch mehr Bücher geben über Groovy. Also das Groovy in Action, das ist von Dirk König. Vielleicht kennt ihr ihn schon, habt ihr ihn schon gesehen, der ist, also der ist Deutsch, der ist öfter auf Konferenzen. Also mehrere Ideen von dieser Präsentation kommen von ihm. Und das ist das Standardbuch über Groovy. Das wird bald auf Deutsch erscheinen. Das ist dieses hier, das ist die Übersetzung. Also der macht die Übersetzung nicht selber, aber sie wird von ihm richtig geprüft. Und das erscheint, glaube ich, im Oktober, wenn Sie lieber auf Deutsch lesen wollen. Über Grails, das existiert seit Dezember letztes Jahres, das ist auch schon erschienen. Und das existiert auch schon. Dieses Buch dann werden bis Ende des Jahres publiziert, glaube ich. Also eine, immer mehr Literatur darüber. Und ich schätze, ich habe nicht alle Bücher, die bald verfügbar sein werden, da aufgelistet.
So, das war's. Also ja, der Website von Groovy, das ist groovy.aus.org, aber auch ihr macht Google Groovy und ihr findet das. Die interessant ist, dass die Mailinglist, die ist sehr aktiv. Also ich gucke, ich habe sogar Probleme, ein bisschen zu folgen, nur die Titel zu folgen von der Mailinglist, weil es passiert so viel. Und wenn ihr mit der Groovy anfängt und Fragen habt, dann das ist auch ganz geeignet. Ja, ich hoffe, dass ich Ihren Interesse in Groovy geweckt habe. Und das, ich kann nur eines empfehlen, ein bisschen ausprobieren und danach, wenn es passiert wie bei mir, danach, wenn man in Java normal in Java programmiert, ist das, ja, das einfacher, wenn ich das in Groovy machen kann. Ja. Ich finde das alles schön und toll. Man hat da auch Lust, mit rumzuspielen. Meine Frage ist, wie ist Ihre Einschätzung bei dem Einsatz von Groovy in unternehmenskritischen Anwendungen? Es wird ja immer darüber gesprochen, ist nicht so sicher wie weit ist da die Verbreitung, dass die Leute das akzeptieren, auch die richtige Verwendung in Firmen, dann weiß man nicht genau. Also ein bekanntes Beispiel, das ist in Amerika, Notfall auf Omaha, was eine riesige Applikation da nur in Groovy hat. Also beziehungsweise, was interessant ist mit Groovy, Groovy ist klar, wird langsamer sein als Java. Es gibt manche Stellen, wo es ganz egal ist, manche Stellen, wo es problematisch sein kann. Und wenn man das dann in einer Stelle, also schnell ein Prototyp gemacht hat in Groovy und man merkt, dass eine Stelle, das ist zu langsam, man hätte das gern schneller, kann man die Stelle in Java programmieren, kann man die umschreiben. Mutterlaufoma ist ein Beispiel. Ich habe Sachen gelesen, dass zum Beispiel in London, in Banken und so, das wird ziemlich viel eingesetzt, aber von solchen Sachen, da erfährt man nicht wirklich direkt, also sie erzählen nicht, womit sie arbeiten. Also meiner Meinung nach, das wird immer mehr und auch in Firmen eingesetzt. Also auch da gibt es, ich glaube auf Groovy-Website gibt es eine Success Stories oder sowas, Rubrik, wo man sowas besser lesen kann. Die Frage kommt immer, regelmäßig wieder auf der Mailingliste, wo wird das wirklich eingesetzt und so weiter. Nächste Frage? Für mich fehlen so Access Modifier wie Public oder Private, dass man etwas schützen kann. Die existieren alle, ja. Aber ich habe die nicht gezeigt, weil in den Beispielen brauchte man die nicht dann. In dem Beispiel. Zum Beispiel, hier, Default ist Private, aber Accessor werden generiert. Das heißt, hier sind beide Private Felder, aber ein GetMont und SetMont und GetHere und SetHere wird generiert. Und man kann, die Accessor, die Methoden werden standardmäßig publik, aber man kann die Modifier setzen, wie man möchte. Also alle Modifier von Java sind verfügbar, man kann die anwenden. Also überschreiben, wenn man beispielsweise einen Getter oder wenn man keine Setter haben möchte für ein Attribut, dann müsste man extra eine Setter-Methode mit Private. Das wäre eine Möglichkeit, ich überlege. Ich kann nicht so sagen, ob es das der einfachste Weg ist, aber auf alle Fälle. Also wenn man die eine andere Semantik aufgeben will, das ist der Weg, und so dass man keine hat, müsste ich gucken. Andere Frage? Dann Dankeschön. Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage. Wann sollte man jetzt Groovy eigentlich nicht einsetzen? Also scheint es auch viele Vorteile zu haben. Also, sobald ich Java programmieren kann, kann ich sofort sagen, setze ich an jeder X-Beliebigen jetzt Groovy ein. Ja. Dann ist vielleicht Fälle, wo man besser sagt, nee, lass mal die Hände fallen. Also persönlich finde ich, was noch fehlt, das ist mit der Idee Unterstützung. Ja. Dass zum Beispiel dieser Join-Compiler, der existiert nur für JetBrains oder für vom Command Line. Und ich hätte gerne in meinem Eclipse, dass ich meine Java- und Groovy-Klassen beliebig mischen kann. Und also das geht nicht so einfach. Das ist für mich ein Punkt, was macht das, an manchen Stellen, man müsste aufpassen. Ansonsten, vom
man das nicht haben sollte. Am besten gucken Sie auch in der Mailinglist, weil diese Frage kam auch vor kurzem, wo also Fälle, wo man Ruby nicht benutzen sollte, aber gab es so viel Traffic, ich habe nicht durchgeguckt, nicht durchgelesen. Ja, andere? Okay, dann Dankeschön.